Dann begrüße ich Sie alle zum ersten Track dieses Tages und übergebe gleich das Mikro an den Jörg Thomsen, der uns was über Bagger, über schwimmende Bagger und was das Ganze mit dem WebGIS zu tun hat, erzählen wird. Bitte, Jörg. Jetzt? Jetzt höre ich mich wieder zweimal wie gestern. Sehr schön. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass doch so viele da sind. Ich dachte so, der erste Termin nach der Abendveranstaltung wird eher im Kleinkreis stattfinden, so mit 2, 3 Leuten. Aber gut, schönen guten Morgen. Genau, mein Vortrag heißt, wie kommt der Schwimmbagger ins WebGIS? Ich habe das natürlich bewusst ein bisschen bildlich gehalten und für die bildliche Einführung erstmal so zum Aufwachen die Kurzversion. Wir haben hier ein WebGIS und kennt jeder, wie es aussieht. Ein Screenshot von einem Bender-Demo hier jetzt mal reingepackt. Wir haben hier einen Schwimmbagger. So kann der ungefähr aussehen. Da gibt es sehr viele verschiedene Modelle. Das sind halt Geräte, die für den Bergbau verwendet werden, wenn aus Baggerseen unten was ausgebaggert wird und quasi das Gut, das unten am Seegrund ist, gewonnen werden soll und weiterverarbeitet werden soll. Und ganz einfach, zack, fertig, der Schwimmbagger ist im WebGIS. Kann man einmal machen und das war's dann. Deswegen folgt jetzt nochmal die lange Version von der Variante, wie kommt der Schwimmbagger ins WebGIS. Es geht natürlich dann auch um die Geodaten des Baggers und nicht um den Bagger selber. Kurzer Hintergrund zu dem ganzen Projekt. Es ist im Rahmen von dem GIS-Info-Service entstanden, das wir von der Wehrgroup betreuen, technisch betreuen. Das ist ein Online-Geoinformationssystem für die Rohstoffindustrie, die da ihre Flächen primär verwalten sollen. Welche Flurstücke gehören ihnen, welche sind gepachtet, von wem sind sie gepachtet, verkauft, gekauft und so weiter und so fort. Das sind größtenteils Nutzer, die wenig bis gar keine Ahnung von GIS und Geodaten haben. Also es gibt Nutzer, die sind auch in der Lage, selber irgendwelche WMS zu bauen und einzubinden. Es gibt aber auch Nutzer, die sagen, ich brauche eine Shape-Datei von meinen Daten, dann spiele ich die aus und wenn ich frage, ob das alles geklappt hat, kriege ich die Antwort, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was es ist, ich sollte das nur an die Stadt weitergeben. Also sehr breit gefächert. Und einige haben halt schon ein bisschen mehr Daten. In letzter Zeit komme ich sehr oft dazu, im Rahmen von diesem Projekt auch irgendwelche Drohnenbefliegungen von Bergbaustätten einzubinden, WMS draus zu machen und die da reinzuladen und so weiter und so fort. Und hier geht es jetzt halt um einen speziellen Kunden, der verschiedene Seen hat, wo Rohstoffe abgebaut werden, mit diesen Schwimmbaggern, die auch Geodaten aufnehmen können, während sie darüber fahren. Und die Daten, die dabei rauskommen, hätten sie halt auch gerne in ihrem WebGIS gehabt. Ansonsten werde ich zu dem System GIS Info Service, kurzer Werbeblock, morgen Vormittag nochmal einen kompletten Vortrag halten und das vorstellen, wie wir das gemacht haben, was da die Inhalte sind, wie wir das mit den verteilten Architekturen hingekriegt haben, dass alle die richtigen Sachen sehen und so weiter. Okay, hier nochmal ein kurzer Überblick, wo überall irgendwelche Werke sind von den Nutzern des Systems. Das Beispiel, das ich gleich zeigen werde, ist von den Koordinaten her in Sachsen-Anhalt angesiedelt, aber kann natürlich im Prinzip überall sein. Gut, kommen wir nochmal zurück zu dem Schwimmbagger. Das ist jetzt ein Screenshot von einer Werbewebseite eines beliebigen Produzenten und Verkäufers. Das heißt, die Dinger fahren mittlerweile nicht mehr einfach nur über irgendwelche Seen und baggern was raus und sichern da die Rohstoffe, sondern in dem Rahmen haben sie auch gleich natürlich ein GPS an Bord und haben Echolot dabei und können ihre Position sehr genau bestimmen und können aber dann eben auch noch sagen, wie tief ist das Wasser hier oder wie hoch ist der Grund des Sees an dieser Stelle, wo ich gerade bin. Und das sollte dann eben möglichst automatisiert in dieses WebGIS eingespielt werden und dargestellt werden, damit die Nutzer immer sehen können,
wo ist gerade wie viel abgebaut, wie tief dürfen wir noch weiter baggern und so weiter. Die Bagger fahren natürlich regelmäßig oder dauerhaft übers Wasser und produzieren auch ständig neue Daten. Das heißt, die Anforderung war nicht, dass wir einmal einen Datensatz bekommen, den irgendwie ins Kugels reinladen, prozessieren, bunte Karte draus machen und da das dann als WMS bereitstellen und das einbinden, sondern wir sollten möglichst einen automatischen Workflow erstellen. Das heißt, die Idee ist, dass diese Daten regelmäßig, wahrscheinlich einmal die Woche, wenn das dann wirklich läuft und produktiv sein wird, auf den Server gespielt werden und dann automatisiert prozessiert werden und die Nutzer dann, ohne dass sie noch irgendwas tun müssen, gleich immer die aktuellen Daten in ihrer Webanwendung sehen können. So soll das Ergebnis aussehen und so sieht es im Moment auch aus. Ein See mit vielen Wellen, nein, das sind natürlich die Höhen, die da drunter liegen. Wenn man ranzoomt, könnte man es deutlicher erkennen. Ich habe das nochmal aufgeteilt, weil ich da auch nochmal genauer darauf zu sprechen komme dann. Wir haben Höhenlinien, die berechnet werden aus den Geodaten, die wir bekommen. Wir haben Höhenschichten mit Farben. Das ist natürlich, kann sich jeder vorstellen, nicht so kompliziert. Wenn man schon mal die Höhenlinien berechnet hat, kann man das da alles sehr leicht ableiten. Und wir haben auch eine Schummerung, die berechnet wird aus den Daten, die wir bekommen. Und die werden dann halt zusammengespielt, sodass dann so ein Gesamteindruck entsteht. Wir haben auch noch einen Punktlayer am Ende da drin liegen, wo man dann wirklich für jeden einzelnen Punkt die konkrete Höhe und Position abfragen kann. Der ist allerdings dann auch im Endergebnis unsichtbar, der ist nur da für die Informationsabfrage dann. Okay, ich habe die ganze Zeit von Geodaten gesprochen, das ist das, was wir bekommen. Das heißt, wir bekommen ein Koordinatenpaar, einen beliebigen Punkt und dazu eine Höhe, das wird so als ASCII-Datei angeliefert. Und die muss irgendwie verarbeitet werden. Im ersten Ansatz habe ich das den Praktikanten ausprobieren lassen mit QGIS und was erstellen, kann man überhaupt was draus machen. Hat dann auch geklappt und dann sollte das halt automatisiert werden. Nochmal der Gesamtprozess, wie er da am Ende stehen soll. Wir haben links die Eingangsdaten, die reinkommen, die auf den Server abgelegt werden. Dann haben wir die erste Blackbox, auf die ich gleich noch ein bisschen weiter eingehen werde. Da kommen drei Geodateien raus, Isolinien, Höhenschichten und Schummerung. Ich muss gestehen, in der Tat sind es bei den Vektordaten Shape-Dateien, die dabei rauskommen. Bei den Schummerungsdaten ist es eine TIFF-Datei. Ich habe es aber mal bewusst nicht SAP da hinten dran geschrieben, sondern .geo, weil es ja viele verschiedene Dateiformate gibt und Shape auch nicht immer das Beste ist. Da haben wir auch schon einiges von gehört. Geopackets, Spatialite und so weiter. Ist also eigentlich egal, welches Format die Daten haben. Dann haben wir diese drei verschiedenen Geodatenlayer auf der Festplatte liegen. Die sind berechnet worden. Und die müssen jetzt noch, damit sie dann ganz unten rechts in den Mapbänder in das WebGIS eingebunden werden können, natürlich zu einem Webmap-Service verarbeitet werden und eingebunden werden. Und dafür haben wir den Webserver verwendet, dass da ein WMS draus gemacht wird, der dann benutzt werden kann. Aber wie gesagt, auch noch eine zweite Blackbox, auf die werde ich allerdings nicht ganz so detailliert eingehen. So, dann haben wir dieses Skript geschrieben, das ist jetzt ein bisschen klein und pixelig, da will ich auch nicht jede einzelne Zeile diskutieren und so weiter, aber wollte mal zeigen, im Prinzip ist es nicht viel mehr als diese paar Zeilen mit einer Schleife natürlich drin. Was heißt natürlich, die Schleife ist drin, weil wir verschiedene Gewässer haben werden, wo wir Höhendaten vorliegen haben, weil wir verschiedene Stände haben werden, jede Woche einmal und so weiter. Das heißt, da müssen verschiedene Prozesse durchgearbeitet werden. Es muss jede Datei einmal angefasst werden. Es muss von jeder Datei, müssen diese drei Geodaten-Layer erstellt werden und der WMS muss draus gemacht werden. Aber letztendlich ist das schon der wesentliche Kern des Skriptes und der noch wesentlichere Kern von dem Ganzen befindet sich hier in den drei eingekringelten Bereichen. Ich habe das nochmal groß rausgeholt. Da steht dann GDAL drin, beziehungsweise GDAL DEM.
weil wir eigentlich alles, was wir für diesen ersten Schritt machen mussten oder was wir brauchen, um diese Blackbox zu befüllen, ist das GEDAL, was wir benutzt haben. Damit kann man aus diesen Daten alles ableiten, was wir brauchen. Es ist ein sehr schönes Tool. Ich habe gestern auch schon ein, zwei Vorträge gehört, wo das Ganze erwähnt wurde. Es ist halt eine Bibliothek zum Prozessieren von Rasterdaten. Es steckt auch in vielen Programmen drin, die wir benutzen als Hintergrund. Man sieht das dann nicht. Also Bibliothek für die Nicht-Entwickler oder Nicht-Administratoren ist das, was man auch der Windows-Welt vor allem dann kennt, wenn die Meldung kommt, dass irgendeine DLL nicht gefunden werden kann. Das sind so kleine Programmchen, die halt verschiedene Funktionen ausführen, die normalerweise in größere Softwareumgebungen eingebunden werden und dann mit der Maus über Menüs angesprochen werden können. Und im Rahmen von der GEDAL gibt es eben auch die Kommandozeilentools, die man nach einer kurzen Einarbeitung meiner Meinung nach sehr schön und komfortabel benutzen kann, weil man damit eben nicht nur schnell Daten verarbeiten kann, sondern das dann am Ende auch in irgendwelche Skripte einbinden kann, Batch-Jobs, Cron-Jobs, Skripte schreiben kann, die dann so eine Massendatenverarbeitung machen. Da kann man wirklich sehr viel mitmachen. Wen das näher interessiert, das Projekt hat natürlich auch eine eigene Webseite, die ist unter gedal.org zu finden. Wir können sehen, ist sogar auch ein OSGEO-Projekt. Und da ist noch ein bisschen beschrieben, was kann diese Bibliothek eigentlich. Und wenn man sich ein bisschen weiter durchklickt, dann kommt man auch auf eine Liste, welche Spezialsachen kann diese Bibliothek. Und sie hat halt viele kleine Unterprogrammchen. Wir sehen ganz oben das GEDAL Info. Das gibt uns Informationen über Geodaten aus. Ist eigentlich ein sehr, sehr einfaches Beispiel, was ich auch relativ oft benutze, wenn ich einfach mal ein paar generierte Metadaten von irgendwelchen Geodaten haben möchte. Welche Boundingbox hat meine Shape-Datei oder ähnliches, dann kann ich mir das da ausgeben lassen und kann das dann woanders reinkopieren, wo ich es brauche. Man muss nicht irgendwie umständlich mit dem Mauszeiger meine Ecken vom Kartenfenster abfahren und das von Hand abschreiben und so weiter. Gibt Unterprogramme, um Rasterdaten umzutransformieren, um Overviews zu erstellen, damit die Darstellung schneller ist. Spezielles Tool GEDAL Index für den Webserver, um da Kataloge zu erstellen und so weiter und so fort. Und wir haben jetzt halt hier im Wesentlichen das Unterprogramm, was hier ungefähr in der Mitte auf der Folie steht, benutzt, das GEDAL DEM für Digital Evaluation. Ne, wie heißt das jetzt? Bin ich durcheinander. Hilf mir kurz. Ne, du auch. Elevation, genau. Models, also für Höhenmodelle, mit der wir diese ASCII-Datei in die Shape-Dateien und Rasterdaten umwandeln konnten. Genau, das haben wir benutzt. Hier nochmal ein kleiner. Danke. Ein kleiner Auszug aus dem Gesamtskript. Das ist quasi der Aufruf in der oberen Zeile, GEDAL DEM. Gibt es noch einen Unterparameter Hillshite? Ich möchte die Höhenstufen berechnen. Ich sage, was ist die Ausgabedatei, wie soll sie heißen? Und also erstmal die Eingabedatei, Entschuldigung, C1.txt, dann kommt C1-Schummerung.tis soll rauskommen und hinten noch ein paar weitere Parameter. In dem Skript, wenn das eben zu erkennen war oder wenn sich noch jemand die Folien runterlädt, sieht das dann ein bisschen anders aus mit der ein oder anderen Variable da drin, weil wir halt, wie gesagt, verschiedene Verzeichnisse und verschiedene Dateien durchgehen und die dann immer da einfügen müssen. Jetzt habe ich gerade schon die 5 Minuten gehört, deswegen nur ganz kurz, Erzeugung der Höhenschichten. Genau das gleiche Spielchen mit dem Color Relief und GEDAL Contour als Hilfsprogramm für die Höhenlinien. Dann haben wir uns die 3 einzelnen Ebenen und können die dann wieder zu einem Gesamtbild zusammenfügen als Einzellayer und einbinden. Und das war es eigentlich schon. Das war die wesentliche Arbeit, um diese Geodaten zu verarbeiten. Kommen wir dann schon zu der zweiten Blackbox. Da habe ich auch gar nicht so viel zu erzählen.
weil das auch nur Skripte wären. Wie gesagt, wir haben da den Map-Server genommen, zum einen, weil ich mich da ziemlich gut auskenne und zum anderen, weil das auch der WMS-Engine ist, der auf dem Server von dem Kunden bereits installiert ist und läuft. Das heißt, der Map-Server, wer es nicht weiß, wird mit den Map-Files konfiguriert. Das sind einfache ASCII-Dateien, wo alles drinsteht, was der Map-Server so benötigt. Wo stehen meine Geodaten? Wie sollen die Layer heißen? Welches Referenzsystem wird unterstützt und so weiter und so fort. Und da haben wir dann eben ein Skript geschrieben, das eine vorhandene Map-Datei nimmt, die ein paar Platzhalter drin sind und per Skript die Layer, die neu hinzukommen von neuen Geodaten, da einfügt, das Ganze in das richtige Verzeichnis auf dem Server kopiert und damit ist das dann quasi auch direkt als Webmap-Service ansprechbar, das Ganze. Aber da habe ich jetzt kein detailliertes Beispiel für dieses Skript. Das ist einfach nur viel String Replacement innerhalb dieser Datei, wo eben Platzhalter durch neue Layer ersetzt werden. Und so sieht das Ganze dann quasi als Übersichtsbild ohne die Blackboxes aus oder mit erleuchteten Blackboxes. Okay, jetzt kommt wahrscheinlich schon gleich das 3-Minuten-Schild. Dann noch fast zum Abschluss, damit das Ganze auch regelmäßig passiert und wie gesagt, das soll ja automatisch passieren, haben wir diese Skripte halt in die Quantab eingebunden. Das ist unter Linux die Variante, Skripte oder Software regelmäßig auszuführen. Kann man dann beliebig einstellen, an welchem Tag der Woche, an welchem Tag des Monats, um wie viel Uhr, zu welcher Minute. Das haben wir dann eben so konfiguriert, dass dieses Skript einmal ausgeführt wird. Fehlt noch der letzte Schritt, Integration ins WebGIS, wäre uns auch durchaus möglich gewesen, weil wir haben auch ziemlich guten Zugriff auf die MapBender-Entwickler, die sitzen ja zum großen Teil bei uns in der Firma. Hatten jetzt allerdings zwei Probleme, zum einen das 11. Gebot von Axel Schäfer, ändere niemals manuell die MapBender-Datenbank, weil man da ziemlich viel kaputt machen kann, wenn man nicht weiß, was man macht. Und zum anderen gab es noch monetäre Probleme, das war dem Kunden dann einfach am Ende zu teuer, dass wir das auch noch machen. Er hat gesagt, es reicht mir, wenn der WMS da ist und ich kann einmal die Woche oder so reinklicken, sagen, aktualisiere diesen WMS und dann hat er auch die Daten mit drin. Also diesen Schritt haben wir jetzt nicht mehr ausgeführt. Okay, das war nochmal das, was ich gerade schon gesagt habe. Dann bin ich auch schon am Ende. Zum einen wollte ich das Projekt vorstellen, dass es das gibt, dass die Debugger-Daten mittlerweile sowas aufnehmen. Hätte wahrscheinlich jeder sich auch gedacht, der mal drüber nachdenken kann, dass die Technik so weit ist. Dass wir das schön automatisieren konnten und eben auch, dass das mithilfe der GEDAL gemacht wurde, die, wie gesagt, eine sehr mächtige Bibliothek ist, die ich gerne benutze, auch für Einzelsachen, nicht nur von Skripten. Und ich hatte am Anfang gesagt, ich habe es einen Praktikanten ausprobieren lassen. Am Ende hat der Praktikant, der mittlerweile studentische Hilfskraft bei uns ist, das ganze Projekt selber umgesetzt. Der ist auch noch nicht allzu weit, der schreibt jetzt gerade seine Bachelorarbeit. Insofern kann Ihnen das vielleicht auch die Angst davor nehmen, auch mal die Kommandozeile zu benutzen und solche Tools auszuprobieren, die sehr mächtig sein können und nach einer kurzen Einarbeitung eben auch die Arbeit sehr erleichtern können, weil man nicht ganz so viel rumklicken muss und vieles viel schneller gehen kann damit. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Jörg, für diesen schönen Vortrag. Gibt es Fragen dazu aus dem Publikum? Ach nee. Ganz dumme Frage, ist der öffentlich, der WMS? Würde mich mal interessieren. Ich komme aus einer Gegend, ob der öffentlich ist, der WMS? Nee, der ist nicht öffentlich. Ja, ich komme aus einer Gegend, wo es viele Baggerseen gibt, deshalb. Weitere Fragen? Okay, wenn du keine Frage hast, dann sind wir fertig. Ne?
Ach, ich finde das Thema ja durchaus spannend. Ich finde es etwas schade, dass so etwas jetzt nicht öffentlich ist, weil das ist schon berechtigt. Aber da könnt ihr natürlich nichts dran ändern, wenn der Auftraggeber sagt, das ist intern, dann ist das vermutlich erstmal so. Firmendaten, die sind was wert. Jetzt weiß ich auch nicht, ob jetzt eine WMS von dem Baggersee so viel bringen würde. Ich könnte jetzt sagen, ich könnte dir das Skript zur Verfügung stellen, aber das würdest du wahrscheinlich auch in einem halben Tag fertigstellen. Ja, okay, dann nochmal danke an Jörg Thomsen.